Soziale Folgen der Corona-Pandemie, Altersarmut, Pflegenotstand und der Brexit. Mit diesen Themen hat sich die Freie Wähler-Landtagsfraktion bei ihrer Winterklausur in München befasst. Corona-bedingt fand die Tagung erstmals in den weitläufigen Räumlichkeiten des Bayerischen Landtags und weitgehend digital statt. Der Fraktionsvorsitzende Florian Streibel zog eine positive Bilanz des zweitägigen Austauschs. Ein wichtiges Thema oder Fazit für uns ist das, was Corona mit unserer Gesellschaft macht, dass wir ein Auseinanderdriften in der Gesellschaft verhindern wollen. Und dazu brauchen wir mehr Zuversicht und mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und das wollen wir stärken und natürlich auch die Sache, dass wir als Bayern-Koalition unsere Arbeit noch stärker darstellen wollen und unseren Part in der Regierung auch noch sichtbarer machen. Auch die Zukunft der bayerisch-britischen Beziehungen stand auf der Agenda. Der Europaexperte Tobias Gotthardt sieht die bayerische Wirtschaft gegen negative Auswirkungen des Brexit gut gewappnet. Bayern hat sich in den letzten Monaten immens und umfänglich auf alle Varianten des Brexit vorbereitet. Das, was vorbereitbar war, haben wir getan. Hubert Aiwanger als Wirtschaftsminister, Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert haben da gut vorgebaut. Ich bin sicher, wir sind gut gerüstet und können dem Brexit, so wie er jetzt kam, gut begegnen. Außerdem diskutierten die Abgeordneten mit namhaften Experten, wie die Gesellschaft bestmöglich durch die Krise navigieren und das öffentliche Leben rasch wieder hochgefahren werden kann. Auch ohne Impfpflicht, wie Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister, betont. Wir Freien Wähler haben eine Impfpflicht immer klar abgelehnt. Wir sagen, wer sich impfen lassen will, soll das tun können. Also die Priorität muss darauf gerichtet sein, dass wir überhaupt genügend Impfstoff haben. Dann brauchen wir keine Impfpflicht mehr diskutieren, weil mindestens 3/4 der Bevölkerung ohnehin sich jetzt impfen lassen wollen. Wenn wir die alle versorgen, ist der Fall erledigt. Der parlamentarische Geschäftsführer Dr. Fabian Mehring hat klare Vorstellungen davon, wie die kommenden Wochen für die Pandemiebekämpfung genutzt werden sollten. Ich glaube, es gibt einen doppelten Fokus seitens unserer Regierungsfraktion. Zum einen sind wir natürlich gefangen in dieser globalen Pandemielage, sodass es zunächst einmal gilt, all das abzuarbeiten, was sich als gleichsam tagesaktuelle Herausforderung stellt. Da gibt es eine Reihe von Herausforderungen, beispielsweise im Bereich der Abwicklung der Wirtschaftshilfen oder auch im Bereich der Schulen. Für uns Freie Wähler ist aber auch die Kür wichtig. Wir haben schon in der Mitte des letzten Kalenderjahres eine Kommission ins Leben gerufen, die Lehren aus Corona ziehen möchte. Wir wollen also nicht nur die Umsicht und die Vorsicht in den Mittelpunkt unseres politischen Handelns stehen, sondern auch die Zuversicht. Wir wollen die Chance in der Krise erkennen. Bei der Klausur in München hat sich einmal mehr gezeigt, die Freie Wähler-Landtagsfraktion ist das bürgerlich-liberale Original in der bayerischen Staatsregierung. Ihren Corona-Kurs aus Vorsicht, Umsicht, Zuversicht und Zusammenhalt wird sie konsequent fortsetzen, mit dem festen Ziel, möglichst bald zur Normalität zurückzukehren.